kann mich noch sehr gut daran erinnern, da wir waren in München im Why Not, das war damals so eine Innenbar mit dem Max Mosse und haben uns abends so nach dem zweiten oder dritten Whisky ausgemalt, auch wir müssen noch die Formel 1 Fahrer mit einbinden. Und dann haben wir am nächsten Tag mit Bernie Ecclestone gesprochen und der fand die Idee toll. Da war die große Spannung, fahren die Formel 1 Fahrer oder nicht? Der Mario Andretti zum Beispiel, der hat gesagt, ich fahre nicht. Und Bernie Ecclestone sagte, also der muss den Fahrern bares Geld geben. Da fallen die drauf rein, Schecks geht nicht, bares Geld. Dann ist der Max Mosley in Zolder mit einem Koffer da gestanden. Dann hat der Mario Andretti einen Schein nach dem anderen rausgeholt. Und dann sagt er, ich fahre. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und ich kann es gar nicht glauben, wie schnell schon wieder eine Woche vergangen ist, oder? Man hat das Gefühl, gegen Jahresende nimmt die Zeit nochmal so richtig Fahrt auf. Aber diesmal, da freue ich mich ganz besonders, dass die Woche schnell um ist, denn ich konnte es kaum erwarten, euch meinen heutigen Gast zu präsentieren. Er ist für mich der Mann des leeren Schreibtischs. Aber nicht, weil er so gerne aufräumt, sondern weil er mindestens 5-mal in seiner Karriere mit einem leeren Schreibtisch angefangen und im Anschluss jedes Mal riesige Erfolge eingefahren hat. Ob in der eigenen Firma, bei Ford, bei BMW, bei Mercedes und was weiß ich noch wo. Wer sich ihn ins Haus geholt hat, der konnte schon mal eine Vitrine für die kommenden Pokale aufstellen. Mit seiner Initiative zur Förderung des Rennfahrernachwuchses hat er nicht nur Manfred Winkelhock, Max Sura, Heinz-Harald Frenzen oder einen gewissen Michael Schumacher auf die Erfolgsspur gesetzt, sondern er konnte auch auf die eigene Erfahrung zurückgreifen, wenn es darum ging, dem Nachwuchs das richtige Handwerkszeug an die Hand zu geben. Denn mit der Rennerei ging auch bei ihm alles los. Eine herausragende Rennsportpersönlichkeit und die aktuellen BMW-Junioren können sich glücklich schätzen, dass sie wieder mit ihm zusammenarbeiten dürfen. Und ich kann mich glücklich schätzen, dass ich ihn heute als Gast in der alten Schule begrüßen darf. Hier ist für euch Jochen Nerpasch. Wisst ihr eigentlich, dass ihr bis Ende November noch die Autoversicherung fürs nächste Jahr wechseln könnt? Ich glaube, speziell nach 2020 ist jeder eingesparte Euro Gold wert. Und dabei hilft euch jetzt die Allianz Versicherung, mein heutiger Partner. Denn mit dem Telematik-Tarif Bonus Drive könnt ihr jedes Jahr bis zu 30% des Versicherungsbeitrags sparen. Was ihr dafür tun müsst? Das, was wir eh am besten können: gut und sicher Auto fahren. Feedback zu eurem Fahrverhalten gibt es über die Bonus Drive App auf eurem Handy und zusätzlich zu den bis zu 30% bekommt ihr im ersten Jahr mit Bonus Drive bereits nach 100 übertragenen Kilometern einen Startbonus in Höhe von sage und schreibe 10% des Versicherungsbeitrages. Und falls ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr sie stellen und zwar bei eurem persönlichen Ansprechpartner bei der Allianz. Auch das ist etwas, was ja leider immer weniger wird. Anrufen und nicht nur durch irgendwelche Menüs klicken, sondern mit einem Menschen reden. Also checkt einmal den Preis für den Bonus-Drive-Tarif und ihr werdet staunen, wie günstig man perfekt versichert fahren kann. Und jetzt viel Spaß mit meinem heutigen Gast hier in der alten Schule. Mein Vater war Bockwart, Goliath und Leuthändler in Krefeld. Und die Familienplanung sah vor, dass ich eine technische Ausbildung als Mechaniker und später als Kraftfahrzeugmeister machen sollte und dann den elterlichen Betrieb, den technischen Teil des elterlichen Betriebs übernehmen sollte. Deshalb habe ich schon in frühen Jahren Kontakt zum Automobil gehabt, habe auch meine Gesellenprüfung als Maschinenschlosser abgelegt und bin anschließend in die Werkstatt meines Vaters als Mechaniker eingezogen. Ich habe da eine Zeit lang gearbeitet, aber die Familienplanung, die mich als Meister in der Werkstatt sah, das war eigentlich nicht meine Zielsetzung, denn ich wollte ja Rennfahrer werden. Als ich etwa 20 war, habe ich mich eines Tages in mein Lloyd 300 gesetzt, bin nach Stuttgart zu Funhausen gefahren und ich bin dann zum Pförtner gegangen und habe gesagt, ich möchte gerne als Rennmechaniker in die Rennabteilung. Die Art der Bewerbung fand man schon ein bisschen komisch, aber immerhin habe ich es geschafft, auf Anhieb in den Porsche Diesel Traktorversuch zu kommen und habe dort eine Stelle als Mechaniker gehabt. Das war zwar nicht ganz meine Zielsetzung, aber ich war der Rennabteilung schon ziemlich nahe gekommen. Und es hat dann nicht lange gedauert, da war ich dann auch in der Rennabteilung und habe da Carrera-Rennmotoren aufgebaut und auch überholt und habe abends nach Feierabend meine Bockwart Isabella beim Bockwart-Händler in Stuttgart getunt und bin ohne das Wissen meiner Eltern in der Deutschen Rennsportmeisterschaft mit der Isabella Rennen gefahren. Das ging so lange gut, bis zum Jahreswechsel dann ein Glückwunschtelegramm an Herrn Bockwart persönlich auf dem Schreibtisch meines Vaters landete
der gratulierte zu den hervorragenden Leistungen, errungen auf einer Isabella. Und dann kam natürlich das Donnerwetter der Familie. Es war ein furchtbares Theater, aber schließlich war man doch, war es doch schön, eine Wertschätzung von Herrn Borgwardt persönlich zu haben. Und damit war dann meine Rennkarriere offen. Mit Einverständnis meiner Eltern konnte ich weitermachen. Sie haben schon extrem früh Autofahren gelernt, nämlich bei Autoüberführungen. Ja, das haben Sie. Das gefällt mir ganz gut. Ja, mein Vater war ja Borgwardt-Händler. Ja. Und wenn Schulferien waren, durfte ich schon mal mit nach Bremen. Und damals gab es rote Nummern. Und zwei rote Nummern reichten, um drei oder vier Autos zu überführen. Da kriegte das erste Auto eine rote Nummer vorne und das letzte Auto eine rote Nummer hinten. Und ich bin, ich glaube, als Zwölfjähriger schon damals in der Mitte gefahren, ohne Nummernschilder, und habe die Autos von Bremen nach Krefeld überführt. Das wäre heute undenkbar, aber zur damaligen Zeit. Das ist sehr weit weg von dem, was man machen könnte. Und Sie sind auch Rallyes gefahren, ne? Ja, ich hatte das Problem, mein Bruder ist Rallyes gefahren, hatte einen Unfall. Ich hatte einen älteren Bruder, der war 4 Jahre älter als ich. Mhm. Ist Rallyes gefahren, hatte einen Unfall und von dem Moment an war der Motorsport im Hause Nerpasch verboten. Oh, okay. Ich durfte also nicht fahren, keine offiziellen, ich durfte, konnte keine Lizenz lösen. Und damals war man volljährig erst mit 21. Ja. Ich bin erst mit 21, damals war ich dann in Stuttgart, mit der Isabella Rennen gefahren, weil ich vorher nicht durfte. Mit 21 ging das dann. Ja. Und Sie haben aber relativ früh, also Ihr Vater, das hat Sie jetzt eben schon gesagt, dass dann von Borgwardt irgendwann die Dankesschreiben kamen. Und da wusste man jetzt nicht, als Vater soll man schimpfen, soll man doch stolz sein. Und Ihr Vater hat sich dann eher für Stolz sein entschieden. Und Sie haben dann aber relativ schnell die Jochen Nerpasch Racing GmbH gegründet. Ja, das war, als ich meine Meisterprüfung bestanden hatte, bin ich wieder zurück in den Betrieb, habe dann auch die Jochen Nerpasch Racing GmbH gegründet. Wir haben damals Lotus 35 Formel 3 Autos eingesetzt, ein Lotus Racing Elan und auch ein Shelby Mustang. Wir hatten damals Karl von Wendt als Partner. Das war eine spannende Sache. Ja. Karl von Wendt als Partner, das war ja eine ganz schillernde Persönlichkeit. Was war das für ein Typ? War ein sehr sympathischer Typ, der aber... ja, wie soll ich sagen? Ich mochte ihn sehr gern und er hat, er war relativ vermögend. Mhm. Und naja, ich glaube, er hat aber sein Vermögen dann über den Rennsport auch ziemlich stark reduziert. Ja. Das ist ja nicht der Einzige eigentlich. Ne? Ja. Sie sind mit dem Ford 12M, sind Sie die Rallye Monte Carlo gefahren? Ja, mit dem Jochen Springer. 64, das sind wir geworden. Ja, aber trotzdem ist man irgendwie auch sehr aufmerksam geworden, sodass dann Porsche Ihnen den berühmten Dreikantschaber in die Hand gegeben hat. Gut, wir sind bei Ford, waren wir Ford-Händler. Dann hatten wir die Jochen Nerpasch Racing GmbH mit Ford Autos. Die Formel 3 hatten Ford Motoren. Der Lotus Racing Elan hatte einen Ford Cosworth Motor. Und auch der Shelby Mustang war ein Ford Auto. Wir haben bei der Jochen Nerpasch Racing GmbH die Ford Rallye-Motoren frisiert und sie an Ford geliefert. Also der Kontakt zu Ford war sehr eng. Mhm. Und als Carroll Shelby 1964 Daytona und Sebring erfolgreich abgeschossen hat, gab es bei Ford in Amerika eine Schnellschussaktion. Man sagte so, jetzt fahren wir die europäischen Rennen auch. Da waren innerhalb von 6 Wochen wurde eine Organisation aufgebaut. Es kamen 3 oder 4 Cobras, ich weiß nicht mehr genau wie viel, ich glaube 3 Stück zur Targa Florio. Das war das erste europäische Rennen. Und die ganzen Ford-Locations, die europäischen Ford-Locations, die wurden dann aufgefordert, ihre Fahrer und mitzuhelfen, diese europäische Organisation, Einsatzorganisation zu gestalten. Da ich eben Ford Köln einen engen Kontakt hatte, wurde ich mit dem Jochen Springer zusammen zur Targa Florio geschickt, als möglicher Fahrer auf dem Cobra bei der Daytona, bei der Targa Florio. Okay. So, wir sind dann mit einem 12M nach zur Targa Florio gefahren. Als ich da ankam, war das Shelby-Team, ich kann mich noch so gut daran erinnern, ich glaube, das war im Jolly Hotel in Palermo. Das ganze Hotel war Ford Hotel. Es waren 27 Fahrer aus allen Locations für 3 Autos. Da war der Phil Hill, der Dan Gurney. Also für mich war klar, da ist überhaupt keine Chance, dass man fahren kann. Aber wir waren ja von Ford eingeladen, haben im Hotel bereits montags
bezogen und ich bin die ganze Woche mit dem Ford 12M über die Strecke gefahren. Das waren ja damals 54 oder 56 Kilometer und die musste man ja lernen. Und da ich nichts zu tun hatte, bin ich mit dem 12M rumgefahren und habe die Strecke geliebt und kennengelernt. Und ich glaube, es war freitagsabends, da kam der Huschke von Hahnstein an den Jochen Sprenger. Huschke von Hahnstein wollte den Dreikantschaber mit dem Bobby Klass fahren, konnte es aber nicht, da er zu viel zu tun hatte, und hat dem Jochen Sprenger angeboten, ob er denn den Dreikantschaber fahren wollte. Und der Jochen Sprenger hat dem Huschke gesagt, also, hier, der Jochen Nepasch, der ist besser als ich, gib dem das Auto. Das war, fand ich toll. Ja, das stimmt. Und dann saß ich plötzlich im Dreikantschaber, hatte noch nie ein GT-Auto gefahren und kannte aber die Strecke gut, weil ich trainiert habe und war... Es ist ja so, dass da samstags nur vormittags offizielles Training ist. Jeder kann eine Runde fahren. Mhm. Mehr ist nicht. Und ich war in der einen Runde schneller als der Bobby Klass, der das Auto kannte. Okay. Durfte dann den Start fahren. Dreikantschaber. Das war die Zeit, als die 904 zum ersten Mal eingesetzt wurde. Und die hatten auch technische Probleme. Da gab es also Ausfälle. Jedenfalls waren wir, ich habe den Start gefahren, der Bobby Klass die Mitte, ich habe in der Schlussphase gefahren. Ich glaube, zwei Runden vor Schluss waren wir Zweiter im Gesamtklassement, weil die 904 alle ausgefahren waren. Und dann ist bei mir oben in den Bergen hinten links eine Bremsleitung gerissen. Das ist derselbe Schaden, ist am selben Auto schon in Sebring des Rennen davor passiert. Also, und ich habe ins Leere getreten und bin dann so haarscharf an einem Kilometerstein vorbeigefahren, habe das linke hintere Rad beschädigt und bin dann ohne Bremse, ja, ich glaube 30 Kilometer bis Start und Ziel gefahren, also ohne Bremse. Komplett weg, die Bremse, aber mit schiefem Hinterrad. Und an der Box haben sie gedacht, ich hätte einen Unfall gehabt, haben den Bobby Glass reingesetzt und ich habe mich vor das Auto stellen müssen und habe gehört, da ist keine Bremse. Und dann haben wir den hinteren Bremskreis abgeschlossen, wieder neu gepumpt und sind immerhin noch Siebter geworden im Gesamtklassement. Eine Stelle vor dem schnellsten Cobra. Und daraufhin kam der Carl Shelby und sagte, also fragte mich, ob ich dann beim 1000 Kilometer Rennen Cobra fahren wollte. Und damit kam ich bei Cobra ins Geschäft. Also, verstehe. Aber ist der irre, oder? Wie das manchmal so läuft, was das für Zufälle sind. Aber natürlich auch Zufälle, die mit viel Können zusammenhängen. Ne? Ja, damals war ich ein völlig unbeschriebenes Blatt. Ich meine, gut, ich war im regionalen, nationalen Motorsport da, aber großartig vom Jochen Sprenger, dass er mir die Gelegenheit gegeben hat. Und ich konnte damit beweisen, auf einem guten Auto, dass ich Talent habe, soweit jedenfalls. Und dann war ich bei Cobra drin und bin dann die restlichen europäischen Rennen auf dem Cobra gefahren. Und das war ja dann schon recht erfolgreich eigentlich, ne? Ja, das war faszinierend. Das waren tolle Autos, die waren total übermotorisiert damals. Mhm. Das war schwierig zu fahren, aber ich fahre halt gerne Autos, die mit viel Leistung. Je mehr Leistung, desto besser. Das war eine schöne Zeit. Und das hatten die ordentlich. Sie, hatten Sie da außer diesem also Bremsding in den Bergen schon schwere Unfälle, wo Sie überlegt haben, ist die Rennerreise das Richtige oder wo man es reflektiert hat? In der Zeit überhaupt nicht. Das macht man nicht. Da ist man noch in so einem ungestümen Alter. Das haben wir total ignoriert. Ja. Da habe ich überhaupt keine Angst gehabt. Nein, das fing bei mir erst an, 68 in meinem letzten Jahr. Da hatte ich in Spa einen High-Speed-Aquaplaning-Unfall. Und das war heftig. Da bin ich erst im Krankenhaus wieder zur Besinnung gekommen. Und da habe ich mir dann doch überlegt, dass der Motorsport schon gefährlich ist. Und da hatte ich ja zur selben Zeit ein Angebot von Focht in Köln, eine Motorsportabteilung aufzubauen. Und da habe ich mit 29 Jahren gesagt, okay, ist besser jetzt aufzuhören. Und auch mit der Motivation, den Motorsport sicherer zu machen, ins Management überzuwechseln. Das ist ja auch eigentlich so eine Sache, dass Ford Ihnen diese Möglichkeit gegeben hat. Also Sie hatten da keine Erfahrung in großen Konzernen, was ja bei Ford schon mal, also Sie hatten schon mal so ein eigenes Arbeiten.
Und Sie hatten gar keine Management-Erfahrung, außer vielleicht in einer eigenen Firma oder im elterlichen Betrieb. Wie war das für Sie? Und Sie haben die Ford Motorsportabteilung ja von null auf gegründet eigentlich oder von null auf aufgebaut in der Professionalität. Ne? Ja, man muss schon sehen, zu der Zeit war Ford in dem Motorsport Nummer 1. In Amerika haben sie NASCAR gewonnen, haben Indianapolis gewonnen, die Rallye-Weltmeisterschaft haben sie gewonnen, mit GT40 haben sie Sportwagen-Weltmeisterschaft gewonnen. Aber Ford Deutschland wollte eben mit partizipieren und so, wir wollen auch was machen. Genau, da war noch nichts. Ne? Und da bin ich eben als Rennsport-Experte nach Köln gegangen und ich wurde da auch sofort akzeptiert, weil ich ein Fachwissen hatte. Zwar kein Managementwissen, aber ein Fachwissen und wurde vom Management auch unterstützt. Und das ging relativ schnell, dass ich da Fuß fassen konnte. Und wir haben dann von null angefangen. Also ich meine, die erste Werkstatt, die wir hatten, die war kleiner als dieser Raum. Da hatten wir gerade eine Abschmiergrube. Und dann haben wir Ford 20M genommen, hat mit Bildstein Stoßdämpfern ausgestattet und haben auf dem Militärübungsgelände in Köln diese Autos ausgiebig Probe gefahren. Wir hatten ja von der Jochen Nippasch Motorsport GmbH auch die Motoren in der Leistung gesteigert und sind dann zur East African Safari Rally gefahren. Das muss man sich vorstellen. Da war Ford Europa, Ford England mit der Rallye-Abteilung. Die hatten 3 Lotus Cortinas eingesetzt und einen großen Mechanikerkreis mitgebracht. Das war ein Rallye-Weltmeisterschaftslauf. Wir sind aus Köln mit 2 Autos angefahren, ein Mechaniker und ich. Ich glaube, mit 12 Ersatzreifen, mehr hatten wir nicht. Wir hatten einheimische Fahrer, Hilja Erd, und sind, ich glaube, dienstags angekommen mit den Autos. Und die Rallye fing freitags an. Wir haben gerade einmal auf einer Strecke fahren können und sind dann in die Rallye reingegangen. Und die haben wir gewonnen, im Gesamtklassement. Das ist unvorstellbar. Einfach, weil die einen langen Federweg hatten, zuverlässig waren. Die haben wir gewonnen. Im nächsten Jahr sind wir dann hingefahren mit den Capris, mit 3 Autos, mit 20 Mechanikern und der ersten Nacht alle ausgefallen. Das ist der Motorsport. Also, Sie sind da auch schon gleich mit Michael Kranefuß, also den haben Sie gleich damit reingeholt. Wie sind Sie das erste Mal begegnet? Ja, also das war zunächst einmal für mich eine lange Überlegung, ob ich das machen wollte oder nicht. Habe ich dann angenommen und dann haben wir den Kranfuß kannte ich von dem Sauerlandring. Da habe ich ja mit von Wendt mitgeholfen. Und Kranfuß war ein Mann, der gut mit Menschen umgehen konnte, gut organisieren konnte und den habe ich als Assistenten gleich mit reingenommen. Und wir haben dann angefangen mit einer Sekretärin, mit 3 Mechanikern, Kranfuß und ich und haben die Sache dann sehr schnell aufgebaut. Und bei Ford, Ihre ganzen Ziele und Pläne, ist Ihnen das leicht gefallen, das durchzusetzen? Das war oft nicht einfach, aber Ford war damals sehr stark im Motorsport. Und da eben die anderen Länder, England und USA, so weit vorne waren, habe ich in Köln jegliche Unterstützung gehabt, um hier aufholen zu können. Okay. Und es war auch der Wunsch von Ford Köln, ein eigenes Produkt zu haben. Die Engländer sind mit den Lotus Cortinas und mit den Escorts gefahren, die Amerikaner mit den Shelby Mustangs und mit dem GT40. Und Ford wollte eben ein eigenes Produkt haben. Da haben wir den Capri genommen. Capri war damals ein Auto, ja, ich möchte fast sagen, so ein Pseudo-Sportwagen mit 1,3-Liter-Motor. Und da haben wir dann den 2,6-Liter Ford V6-Motor eingepflanzt und sind sehr schnell mit diesem Auto wettbewerbsfähig geworden gegen die BMWs. Vor allen Dingen deshalb, weil das Auto kompakt und leicht war. Und aus heutiger Sicht ein fantastisches Auto, was Sie daraus gemacht haben mit den breiten Backen. Ja, nachher, also bildschön und natürlich auch diese ganzen Erfolge, die er eingefahren hat. So, und dann haben Sie bei Ford relativ schnell auf junge Fahrer gesetzt. Lag das daran, also das zieht sich ja wie so ein roter Faden eigentlich durch Ihr Berufsleben, dass Sie immer auch junge Fahrer gefördert haben. War das initial vielleicht so ein bisschen der Not geschuldet, dass man vielleicht nicht Geld für die Spitzenfahrer hatte oder? Nein. Das war eigene Erfahrung. Zu der Zeit, als ich Rennen gefahren bin, galt der Motorsport ja nicht als Sport. Da war jeder auf sich selbst gestellt. Es gab keine Physiotherapeuten. Und ich hatte das Problem, bei Wetterumschwung hatte ich Migräneprobleme. Okay. Und
keiner konnte mir da helfen. Ich bin zuerst zum Arzt gegangen und habe gedacht, was kann ich denn da machen? Dann hat der Herr Doktor gesagt, ja, wie im Motorsport, macht doch das Auto die Arbeit. Der Fahrer braucht doch nur zu bremsen und Gas zu geben. Schöne Einstellung. Da ich eben diese Probleme hatte und auch die anderen Rennfahrerkollegen, die haben sich nicht so wie heute präzise auf die Rennen vorbereitet. Also Physiotherapeuten gab es damals nicht. Und eben da ich es am eigenen Leib erfahren habe, wie wichtig das ist, hochkonzentriert und physisch und mental auf einem hohen Niveau an den Start zu gehen, war das das Erste, was ich bei Ford gemacht habe. Junge Fahrer, wir haben damals, ich glaube, 20 Fahrer nach Sandford eingeladen, haben sie auf die Escorts gesetzt und haben ausgewählt, da ist der Jochen Maas auch übrigens rausgekommen. Genau, ja. Junge Fahrer, ja, ich möchte mal sagen, zu schulen. Das haben wir bei Ford noch nicht so intensiv gemacht wie bei BMW später, aber auch schon bei Ford sind wir als Erste nach St. Moritz in ein Trainingslager gegangen, haben also alle Werksfahrer mit nach St. Moritz genommen, haben dort eine Woche oder 14 Tage, glaube ich, Physical Fitness gemacht und haben uns mental und physisch auf die Rennen vorbereitet. Und noch intensiver haben wir es dann nachher bei BMW gemacht mit dem Junior-Team, dass wir ein Team von 3 Fahrern zusammengestellt haben, die sich untereinander auch weiter, ich möchte mal sagen, weiterentwickeln, weil sie sich untereinander auch unterstützen. Und anspornen, ne? Wahrscheinlich ja, auch. Auch das, ja. Die wollen immer überall. Immer überall gewinnen, ja, genau. Aber haben Sie das Programm selber ausgearbeitet oder haben Sie sich einfach so von nichts? Das gab es ja noch nicht. Diese, was Sie sagten, diese physische Fitnessgeschichte, das war da noch nicht so en vogue. Irgendwie haben Sie gesagt, also ein Rennfahrer braucht das und Konditionen und. Ja, das war schon meine Initiative, aber ich meine, es gab ja andere Sportarten, die sich, vor allen Dingen die Leichtathletik, die sich vorbereitet haben, auch der Skisport. Und da habe ich gesagt, das müssen wir im Motorsport auch machen. Sind Sie da öfter eigentlich auf Ärzte gestoßen, wie auf Ihren Hausarzt, der gesagt hat, das Auto macht doch alles, der Fahrer sitzt doch nur? Nein, ich meine, wir haben dann mit den Sportmedizinern zusammengearbeitet, die auf anderen Sektoren weit voran waren und wir haben dann schon spezifische Programme ausgearbeitet. Und dann haben Sie das große Ford-Werk im Hintergrund genutzt, um so ein bisschen auf diesen Markenpokal einzuwirken und so ein bisschen da die deutsche Rennsportmeisterschaft mit zu formen. Ja, natürlich. Wir haben auch bei der gesetzgebenden Motorsportzeit, da haben wir auch sehr aktiv gearbeitet. Es gab damals die deutsche Meisterschaft, da gab es, ich weiß nicht, 10 verschiedene Klassen. Da gab es eine Klasse bis 850, bis 1200, bis was weiß ich was. Und der die meisten Klassensieger hatte, der wurde Meister. Und das haben wir dann zusammen mit Jüttner und Emde bei der ONS durchgesetzt, dass man zunächst einmal eine Meisterschaft in 2 Kategorien, bis 2 Liter und über 2 Liter, konzentriert. Auch um wesentlich mehr Aufmerksamkeit auf den Motorsport zu haben, um ihn übersichtlicher zu machen. Das war schon mal ein großer Erfolg. Und dann ist ja die also wirklich wahrscheinlich eine der tollsten Serien daraus entstanden, die deutsche Rennsportmeisterschaft. Ja, das war dann der nächste Schritt. Ja. Und das kam dann natürlich, als ich dann später zu BMW ging, da war diese Ford gegen BMW Serie, das hat natürlich die gesamte, auch die Europameisterschaft ganz hochgebracht. Das war fantastisch, wo sie eigentlich gegen sich selber gefahren sind. Und der sie zu BMW geholt hat, Bob Lutz, der hat dann auch wieder die Fronten gewechselt. Ne? Aber erzählen Sie es, wie es war. Also Bob Lutz hat sie zu BMW geholt, nachdem sie Ford so erfolgreich gemacht haben. Ja, das war, kann mich auch sehr gut daran erinnern, Anfang 1972, ich glaube im Januar war das, da bekam ich einen Anruf zu Hause von Bob Lutz. Der war gerade Vertriebsvorstand bei BMW geworden und damals fuhr BMW, hatte BMW den Motorsport an die Tuner delegiert. Es fuhr also Alpina, Schnitzer, Köppchen. Die haben Eigenentwicklung gemacht und fuhren gegen die Ford Capris. Und wir haben mit den Ford Capris die BMWs geschlagen. Und Bob Lutz als Motorsport interessierter Mensch, der hat dann gesagt, das geht nicht, das müssen wir ändern. Und er hat dann mich angerufen, hat gesagt, wir überdenken den BMW Motorsport, ob ich Interesse hätte, da mitzumachen. Und für mich war das eine
zunächst einmal eine sehr schwierige Entscheidung, denn bei Ford hatten wir alles. Wir waren Europameister geworden, hatten die besten Fahrer, hatten ein siegfähiges Auto. Jetzt einfach zu wechseln zu BMW, wo die Lage ja wesentlich schlechter war als bei Ford, das war nicht so einfach für mich. Aber der Grund, weshalb ich dann gewechselt habe, bei Ford waren wir eine Abteilung im Konzern. Wenn wir zum Beispiel einen erfahrenen Rennkonstrukteur einstellen wollten, dann mussten wir erst eine Ford-interne Ausschreibung machen. Und erst wenn dann keiner zu finden war, also diese Problematik hatten wir bei Ford. Und ich habe mir gedacht, wenn BMW den Motorsport neu organisieren will, dann müssen wir hier eine flexible Organisation finden und etablieren. Und ich bin dann nach München gefahren und wir haben einen ganzen Abend, ja fast eine ganze Nacht lang beim Bob Lutz. Er hatte damals noch keine eigene Wohnung, er wohnte noch im Arabella Hotel. Debattiert, was wir machen sollten. Und meine Vorstellung war eben eine eigene Motorsportgesellschaft, die nicht nur den reinen Einsatz, sondern auch den Vertrieb von High-Performance-Teilen bis hin zu eigenen Autos etablieren kann. Also Sie haben eigentlich schon das formuliert, was die BMW GmbH heute ist? Ja, klar. Also das war damals im Grundsatz. Mhm. Deshalb bin ich nach München gewechselt, weil ich da die Chance sah, so etwas umzusetzen. Wir haben die ganze Nacht debattiert und bereits am nächsten Morgen sind wir zu Herrn von Kuhnheim, das war der damalige Vorstandsvorsitzende von BMW, gegangen und haben ein Shake-Hand-Abkommen gemacht. Und bereits im Mai 1972 haben wir dann die Motorsport GmbH gegründet. Und das war für mich gar nicht so einfach, denn als ich dann nach München kam, da waren die Tuner, die haben sich nicht gefreut, dass ich komme. Denn ich habe ja in deren Aufgabengebiet direkt hineingearbeitet. Ja. Ich wollte ja bei BMW selber entwickeln, habe denen also die Entwicklungskapazität verringert, wenn sie so wollen. Hatte also nicht nur Freunde da und wir haben da angefangen. Ich habe in einem Großraumbüro einen Schreibtisch bekommen und hatte nicht gerade Freunde mit den Tunern, weil die hatten Angst, dass sie an Einfluss verlieren. Berechtigt ja auch, ne, teilweise. Anfangs. Hinterher hat sich das sehr schnell geändert. Mhm. Ja, und dann haben wir angefangen. Das war damals der Helle Bein, der hatte eine kleine Rallye-Abteilung. Da haben wir, glaube ich, 5 oder 6 Mechaniker übernommen. Und dann haben wir angefangen, erstmal ein Gelände zu suchen, wo wir dann unsere Werkstatt etablieren konnten. Und da gab es das Wacker-Areal, da war eine kleine Werkstatt, haben wir dann genommen. Und dann haben wir angefangen, den 3.0 CSL, das war übrigens noch ein ganz wichtiger Punkt, eine Voraussetzung für mich war, dass man den 3.0 CSL, das war ein Auto, was von Alpina bereits, möchte man sagen, in den Grundzügen vorgedacht war, was aber in 1000 Stück gebaut werden musste, um eine Gruppe 2 Homologation zu erreichen, dass man ein solches Auto baut. Und das hat Bob Lutz durchgesetzt. Das war damals ja nicht so einfach. So ein nacktes Auto, ohne Antidröhnen, ohne Plexiglasscheiben in 1000 Stück aufzulegen und die zu verkaufen. Das Risiko hat er auf sich genommen. Und mit dem Auto, das war dann 200 Kilo leichter als das Coupé, das war das Erste, was wir gemacht haben, dieses Auto erstmal zu homologieren, die Produktion sicherzustellen. Die wurden damals bei Karmann gebaut, um parallel dazu die Rennentwicklung zu machen. Wir hatten natürlich im Hause BMW eine große Motorsportkompetenz mit Paul Rosche und Alex von Falkenhausen. Das war das Underground Racing Team, die alle Racing machen wollten, aber eigentlich keinen Auftrag hatten. Ja. Aber die waren ja alle da, ein enormes Erfahrungspotenzial. Ja, aber wir haben dann mit eigenen Leuten, die wir auch von außen angestellt haben, die Abteilung aufgebaut und haben innerhalb 1972 die Homologation geschafft, das Rennauto homologiert und haben schon im ersten Einsatzjahr 1973 die
Europatour-Umfangmeisterschaft gewonnen. Das ging unglaublich schnell. Ja, unglaublich schnell, das stimmt. Ja. Und das ist Ihnen eigentlich schon mal aufgefallen, dass die ganzen Autos, die Sie in Ihrer Karriere als Homologationsautos gemacht haben, dass das jetzt alles so fantastische Sammlerautos sind? Denn CSL allein mit dem Spoiler, der dazugegeben wurde, was ja damals eigentlich absurd war, weil der hat doch keinen TÜV bekommen für diese Heckflosse. Ja. Und da hat man das einfach in den Kofferraum geworfen und das mitverkauft. Und das sind jetzt Autos, die sind, ich weiß nicht, für eine halbe Million oder was, 300.000, 400.000 gehandelt. Ne? Also wenn ich von all diesen Autos ein Auto für mich behalten hätte, dann ging es mir heute gut. Das hätten Sie raushandeln sollen. Ich bin nicht ganz sicher, ob es Ihnen jetzt gerade so schlecht geht, aber das stimmt. Und beim M1 ging das nachher so weiter, da kommen wir nachher auch noch drauf. Aber das stimmt. Also dieser extrem schnelle Erfolg, das war schon beeindruckend. Wie war eigentlich das Verhältnis zu dem Paul Rosche? Ist der nachher zu Ihnen dazu gegliedert worden? Oder? Ja, der Paul Rosche war auf der einen Seite froh, dass es endlich einen offiziellen Motorsport gab, aber auf der anderen Seite war er sehr skeptisch. Da kommen jetzt die Preußen und wollten auf einmal Motorsport machen. Wir haben unsere Werkstatt auch noch auf der Preußenstraße. Oh Gott, ja. Er hat irgendwann mal gesagt, mit den Preußen kam das Chaos. Er wollte nicht direkt in die Motorsport GmbH kommen. Er hat in den ersten beiden, drei Jahren von der AG aus für die Motorsport gearbeitet, hat den Formel 2 Motor ja weiterentwickelt. Mhm. Den wäre dann, das war auch so ein Ding mit dem Formel 2 Motor, es war damals, es existierte ein Formel 2 Motor, der zunächst einmal von Apfelbeck und später von Rosche als Vierventilmotor gebaut wurde, aber der wurde im Underground Racing Team gebaut und als wir dann überlegt haben, diesen Motor dann in Stückzahlen zu bauen, denn es gab damals die Möglichkeit, Vierventil-Zylinderköpfe zu homologieren, wenn man 100 Stück baut, haben wir nachgeforscht, um das kalkulieren zu können, was denn die Entwicklungskosten waren. Die waren nicht da. Das Auto war also alles nach, der Motor war nach Feierabend entstanden. Das war das erste große Risiko. Das zweite große Risiko, was wir eingegangen sind, nach dem CSL 1000 Stück zu bauen, einen Vertrag mit Max Mosley, mit March gemacht. March baute damals etwa 20, 30 Formel 2 Autos pro Jahr. Haben denen angeboten, im ersten Jahr exklusiv die BMW Formel 2 Motoren zu verwenden. Und die haben uns auf einen Schlag 50 Motoren abgenommen. Und damit konnten wir dieses Experiment wagen. Auch so ein gegenseitiges Risiko eigentlich, ne? Weil die wussten nicht, wie die Motoren laufen. Für beide Seiten war das ein Risiko, ja. Aber es ist sehr gut aufgegangen. Kann ich mir noch gut erinnern. Beim ersten Rennen wir hatten damals Schwierigkeiten mit dem Titanpleuel. Da ist, ich weiß nicht, von wem es war, da ist auf der Ziellinie ein Pleuel in das Zeitnahmehaus geflogen. Also das ist der Motor auf der Ziellinie explodiert sozusagen. Aber das war ein sehr erfolgreich. Ich glaube, wir sind 7-mal Formel 2 Europameister geworden. Und das Gute an der Sache war, wir haben die Motoren ja verkauft an die Kunden. Und diese Formel 2 Europameisterschaft, die waren im Budget null. Die haben uns nichts gekostet. Das war auch schon in der Gründungsidee der Motorsport GmbH, dass wir mit Kundenrennteilen und Rennautos und Rennmotoren auch Einnahmen generieren können, um weiter Motorsport zu betreiben. Sie hatten ein festes Budget von BMW, mit dem Sie arbeiten konnten? Wir hatten ein festes Budget und darüber hinaus konnten wir selber Geld verdienen und das Budget noch ergänzen. Und da sind Sie auch auf die Idee gekommen, Fan-T-Shirts zu verkaufen? Ja, das war auch so eine Sache. Wir hatten damals unsere Teamkleidung von Head. Sehr schöne Androx, die waren sehr schön gestaltet. Überhaupt das Erscheinungsbild, das war ein Punkt, der für uns damals sehr wichtig war, von Anfang an ein gutes Erscheinungsbild zu haben mit den drei Farben. So hatten wir dann auch mit Head einen Lieferanten, der sehr, sehr schöne Androx machte. Und dann haben uns die Händler gefragt, ob sie dann auch solche Androx haben konnten. Und je größer die Anfrage war, da haben wir gesagt, okay, wir produzieren die jetzt in Stückzahlen und verkaufen die. Und wir haben damals richtig gute Umsätze gemacht und haben natürlich damit auch das Corporate Identity Programm nach vorne gebracht. Das ist eigentlich Wahnsinn, was Sie da alles nebenbei ins Leben gerufen haben und was alles so erfolgreich war. Und ehrlich gesagt, diese Headjacken, da schiele ich jetzt noch neidisch drauf, wenn ich in alten Büchern gucke. Die waren damals schon fantastisch. Ne? Absolut. Ja, auch dieses Streifendesign, das war ja auch eine Sache, das war völlig ungewöhnlich damals. Das war, 1972 waren ja die Olympischen Spiele in München.
Und die Gestaltung der Sportanlagen, die hatten damals auch Farbsysteme, die haben wir übernommen, nur in anderen Farben. Und da haben wir unser Streifendesign gemacht. Daher kommt das, ja. Von den Olympischen Spielen. Ja, und die Farbgestaltung selber, dass wir diese drei Farben Rot, Blau und Violett haben. Wir hatten damals Verhandlungen mit Texaco. Okay. Texaco war rot. Und da haben wir gedacht, Weiß-Blau müssen wir mit Rot verbinden. Und dann haben wir die drei Streifen gemacht. Und haben die ersten Autos lackiert oder gestaltet. Das war übrigens waren keine BMW-Designer, sondern aus der Münchner Freundeskreis war das ein Designer, der das so nach Feierabend gemacht hat. Das haben wir dann übernommen. Das ging damals alles sehr schnell. Ja, und dann haben wir weiter mit Texaco verhandelt und der Vertrag ist nie zustande gekommen. Wir haben dann später Castrol gehabt, aber die Farben gefielen uns sehr gut, dass wir gesagt haben, okay, die lassen wir jetzt. Und die, ich meine, die gibt es heute noch. Und dieses Logo, das Motorsport-Logo, das ist auch da entstanden? Das ist da auch entstanden. Und das war so gefragt und so gut, dass man uns das nachher verboten hat. Denn das Corporate Identity BMW-Logo durfte nicht eingeklammert werden. Es musste freistehen. Dann hat man uns das Motorsport-Logo dann, ich glaube, es war 77 oder 78 abgeschafft. Aber die Farben haben wir behalten. Schmeckt was. So, so langsam muss man sich ja mal Gedanken machen, was es denn so für Geschenke auf dem Markt gibt. Und heute habe ich einen Tipp für den reiselustigen Motorsportfan. Ich weiß, reiselustig klingt momentan etwas ironisch, aber es kommen ja auch wieder bessere Zeiten. In meiner Heimatstadt Hamburg ist ja das fantastische Traditionsunternehmen Montblanc zu Hause. Und wenn ihr jetzt sagt, was hat das mit Reisen zu tun, soll man jetzt mit Montblanc-Füllern die Postkarten schreiben, dann habt ihr euch getäuscht. Denn die stellen auch cooles Reisegepäck her und das Neueste ist ein Koffer in Zusammenarbeit mit Pirelli. Die Rollen unten am Trolley sind nämlich Pirelli P-Zeros im Mini-Format. Es sieht fantastisch aus, es ist das Originalprofil, es ist der Originalschriftzug und ich schwöre euch, wenn ihr durch das Geschlängel vorm Check-in am Flughafen müsst, dann trefft ihr mit dieser Bereifung am Gepäck auf jeden Fall die Ideallinie. Also wenn ihr etwas Besonderes sucht, dann liegt ihr hiermit sicher richtig, aber ihr müsst ungefähr so schnell sein wie mit euren P-Zeros in der Kurve, denn der Koffer ist streng limitiert. Gain Speed, Save Time mit Montblanc und Pirelli. Alle Infos dazu findet ihr ab sofort im Netz unter www.montblanc.com. Und jetzt geht's weiter mit Jochen Nerpasch. Und da haben sie dann irgendwann gesagt, wir müssen wieder was für Nachwuchs machen und die BMW Junioren gegründet. Und ich finde, diese BMW Junioren, das ist noch vor Ford, weil das so das erste wirklich richtige Juniorenprogramm ist. Erzählen Sie mal, wie Sie darauf gekommen sind oder wie das losging bei Ihnen. Ja, ich meine, Nachwuchsförderung haben wir dann nochmal verdichtet, nochmal eine Stufe draufgesetzt. Ja. Aber das Ganze hängt auch noch zusammen. Wir hatten ja damals den 3.0 CSL als erfolgreichen Tourenwagen. Und es war, ich glaube, 76 oder 77 wurde der 2002 abgelöst. Da gab es den 320 als neues Modell. Mhm. Der 320, der wurde von der Körperschaft nicht so gut angenommen. Der war nicht so sportlich wie der 2002, der ja viele Motorsporterfolge hatte. Mhm. Und da haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir den 320 und fahren damit ran. Den entwickeln wir, das war relativ schnell und einfach zu machen. In der Gruppe 5 damals, wir hatten ja alle Komponenten vom 3.0 CSL. Wir konnten die Achsaufhängungen, die Getriebe, alles einfach übernehmen, in den 320 einbauen. Das ging innerhalb von 6 Monaten, haben wir dieses Auto dargestellt. Wir hatten einen Motor, den Formel-2-Motor. Mhm. Das passte alles. Und die wollten wir dann gegen die Escorts einsetzen. Und das war uns dann aber auch nicht genug, nur gegen die Escorts einzusetzen. Wir haben dann gesagt, okay, jetzt machen wir noch die Nachwuchsförderung noch mal eine Stufe drauf und nehmen 3 junge Fahrer, die alle 3 damals in der Formel 3 vorne waren, haben die den ganzen Winter lang geschult, technisch und auch physisch. Auch wieder mit einem in St. Moritz in einer 2-wöchigen Fitnesscamp. Mhm. Und die haben wir dann als Werksteam gegen die Ford Escorts eingesetzt und haben unsere damaligen Seniorfahrer, das war der Ronnie Peterson, der Stuck und der David Hobbs, die haben wir zu den Tunern gegeben, sodass unsere Junioren nicht nur gegen die Escort, sondern auch gegen unsere eigenen First-Class-Fahrer ansetzen. War das die Versöhnung mit den Tunern eigentlich? Sobald wir den 3.0 CSL homologiert haben und dann auch das Flügelwerk homologiert waren, da waren alle Tuner
ja, die haben uns geliebt auf einmal, denn wir wurden dann wettbewerbsfähig und die kriegten ja alle Teile und dann war das weg. Das war nur die Anfangsphase, als die Angst hatten, dass sie leer ausgehen. Aber ganz im Gegenteil, die haben ja durch diese Entwicklung sehr profitiert. Mhm. Und das Junior-Team waren Manfred Winkelhock, Max Ura und Eddie Cheever. Eddie Cheever, ja. Ja. Und die haben sie ausgesucht, das waren einfach erfolgreiche Formel-3-Fahrer. Das waren damals die drei Besten in der Formel 3. Mhm. Die waren damals, ich weiß nicht mehr, ich glaube 19 Jahre oder 20 Jahre alt. Mhm. Die waren gut, die passten gut zusammen. Und wie gesagt, die haben über Winter trainiert, auch viel Erprobungsfahrten gemacht. Und die haben sich gegenseitig unterstützt gegen die Etablierten. Mhm. Ja, und dieses, ich möchte mal sagen, diese Teamdynamik, die man hat. Die drei waren immer zusammen. Die haben sich zunächst einmal gar nicht darum gekümmert, was die Senioren machten. Die haben untereinander standen, die sollen im Wettbewerb und haben sich auch immer so unterstützt, dass sie dann sehr schnell schneller waren als die Senioren. Wie haben denn die Senioren darauf reagiert eigentlich? Die haben da sie ihre Fälle davon schwimmen sehen? Für die war das ein interessanter Wettbewerb. Ja, das denke die ich. Haben da schon mitgemacht. Ja. Die haben die auch unterstützt. Gab es da irgendwie noch andere Maßstäbe, die Sie angesetzt haben? Also, dass die Fahrer, sagen wir jetzt mal, optisch ins Team passen müssen? Also, heute geht ja sehr viel nach Redegewandtheit und so. Oder haben Sie gesagt, das bringen wir denen alle schon bei? Ja, das war eigentlich nicht unser Kriterium. Ich habe die Erfahrung gemacht, zum Beispiel auch später bei Mercedes mit dem Michael Schumacher. Mhm. Man sagt ja, der Michael Schumacher, den hätten wir bei Mercedes in Englischkurse gebracht, den hätten wir. Das war ein Rohdiamant damals, der sprach ein Schulenglisch, konnte sich kaum verständigen, der hat in Jugendherbergen gelebt. Also der ist aber, der war eigentlich wie ein trockener Schwamm, den man ins Wasser hält. Der hat das Umfeld aufgesaugt, dem musste man nicht sagen, du musst jetzt Englisch sprechen, das hat er von selber gelernt. Dem musste man nicht sagen, du musst dich jetzt vernünftig ausdrücken. Der hat alles aufgenommen. Und so war das mit den BMW-Junioren schon. Das Umfeld hat die geprägt. Wenn das Umfeld professionell ist? Wenn das professionell ist, das saugen die auf und das nutzen die und kommen dann hoch. Ich meine, das ist wie ein Hund dressieren ist eine Sache. Wir wollten die nicht dressieren, die mussten aus sich heraus ihre Leistung bringen. Das haben sie gerade gemacht. Erstaunlich übrigens heutzutage, wenn man so manchmal Dokumentationen über Formel-1-Teams sieht. Also das sind ja 19-Jährige oder Sebastian Vettel, wenn der bei eingestiegen ist im Formel-1-Team. Das sind auf einmal 500 Mitarbeiter, die da im Team arbeiten und wo man als Fahrer an der Front steht. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man diesen Druck überhaupt erträgt oder wie man das lernt. Aber das muss ja extrem sein, ne? Ja, ich meine, wenn man sich das mal vorstellt, wir haben jetzt unseren jetzigen Junioren bei BMW, der Neil Verhagen, ist Amerikaner. Der ist jetzt 19 Jahre, als wir ihn angestellt haben, war er 18 Jahre. Mhm. Der lebte alleine in England, vor Formel 3, weg vom Elternhaus, als 18-Jähriger. Mhm. Und jetzt lebt er zusammen mit unseren Junioren in einer Wohngemeinschaft am Nürburgring als 19-Jährige. Mhm. Die sind weit weg von zu Hause. Die leben Motorsport. Die leben Motorsport mit allen Sinnen. Die von morgens bis abends, deren Thema ist Motorsport. Und die saugen auch alles auf, auch die technische Entwicklung. Die werden natürlich bei uns, bei BMW, jetzt auch technisch unterrichtet. Mhm. Die fahren Versuche mit neuen Rennautos, die werden also voll in die Technik eingewiesen und die leben Motorsport. Die entwickeln sich sehr viel schneller als ein einzelner Fahrer, der meinetwegen von einem Formel-1-Team unterstützt wird. Mhm. Der kriegt, ich möchte mal sagen, die Unterstützung, indem man ihn in ein gutes Formel-3- oder Formel-2-Team einkauft, das auch mitfinanziert, aber der Fahrer selber ist auf sich alleine angewiesen. Mhm. Der Teamkollege ist der erste Feind, möchte ich mal sagen, denn der gibt ja nichts von sich. Die halten alles für sich, weil ja jeder schneller sein will. Ja. Bei uns ist umgekehrt. Wir haben drei Junioren, die alle im selben Auto sitzen, die sich gegenseitig unterstützen, weil sie alle drei ja gewinnen wollen in einem Auto. Mhm. Und die lernen viel schneller als ein Einzelner, der auf sich selbst gestellt ist. Und das erleben wir jetzt mit unseren drei Junioren am Nürburgring. Die sind beim ersten Rennen 4-Stunden-Rennen gefahren und gleich, ich glaube, ich in der dritten Runde einen Unfall gehabt.
sind mit dem Bremsen nicht zurechtgekommen. Das war das erste Rennen. Und dann, das hat die alle drei dermaßen geschockt, dass gleich beim ersten Rennen was passiert. Das zweite Rennen, auch mit dem BMW 240i Racing, waren sie gut. Dann sind sie schon etwa 5 Sekunden von der Pole Position entfernt gewesen. Alle drei gleich haben das Rennen beendet. Und das war schon mal das erste Erlebnis. Dann im dritten Rennen bereits haben sie die beste Rundenzeit gefahren und die Klasse gewonnen. Also alle drei arbeiten gemeinsam daran. Und das ist schon was beim Nürburgring Langstreckenmeisterschaft in einer solchen Klasse, wo 15 BMWs am Start sind, die alle seit Jahren mit diesen Autos fahren, sich innerhalb von 3 Rennen bis an die Spitze durchzusetzen. Dann haben sie die Lizenz gemacht. Man muss ja am Nürburgring, um die Langstreckenlizenz in der GT4-Klasse zu haben, mindestens 18 Runden erfolgreich im Rennen fahren. Die haben sie dann nach dem dritten Rennen gehabt. Dann sind sie in GT4, also eine Klasse höher, aufgestiegen. Sind beim ersten Rennen wieder ungefähr 5 Sekunden von der Pole Position entfernt gewesen, also noch nicht ganz da. Mhm. Beim zweiten Rennen Klasse gewonnen. Also die Entwicklung geht so schnell. Mhm. Und ich führe das darauf zurück, dass man im Team schneller, intensiver und besser lernt als alleine. Und wir werden es sehen, die haben in diesem Jahr das 24-Stunden-Rennen in der Klasse gewonnen, waren das schnellste Nicht-GT3-Auto, haben also, wenn sie so wollen, ihre Gesellenprüfung bestanden. Mhm. Und im nächsten Jahr gehen sie auf den M6 GT3 und da müssen sie um die Pole Position fahren. Ich gehe davon aus, dass die das schaffen. Mhm. Binden Sie die Fahrer lange an BMW, also dafür, dass Sie investieren ja auch viel Geld, also haben die dann einen Vertrag, dass Sie 3-4 Jahre bei BMW fahren müssen, oder ist das... Natürlich haben wir bei BMW Optionen aus, die Fahrer, aber das wird nicht so streng, wenn wir denen nichts anbieten können und die von einem anderen ein gutes Angebot kriegen, dann wollen wir sie nicht festhalten. Mhm. Aber die Zielsetzung ist natürlich, dass wir dieses Junior-Team auch in Langstreckenrennen als Team einsetzen, denn ich gehe davon aus, wenn die sich weiter so gut entwickeln wie jetzt, dann sind die bessere Teams, denn bei Langstreckenrennen, wenn Sie Le Mans nehmen zum Beispiel, da ist jedes Jahr, sind die Teams unterschiedlich. Die setzen sich mit unterschiedlichen Fahrern zusammen. Mhm. Und wenn wir ein Team haben, was 3 Jahre lang in sich gefestigt Höchstleistungen bringt, dann denke ich mal, haben wir ein besseres Team als die Konkurrenz. Also das ist eigentlich unsere Zielsetzung. Und Sie haben ja eben schon kurz angedeutet, was die alles so machen. Machen Sie mit denen auch, also haben die richtigen Stundenplan? Also wo sagt so, montags ist Technikschulung und dienstags ist Sport oder Fitness? Oder da kommen da tatsächlich für alles so Coaches, die das dann durchgehen? Ja, ja. Also zunächst einmal, wir haben ja angefangen im Januar. Mhm. Da sind die zur Formula Medicine nach Viareggio gefahren, haben dort ein Apartment gehabt, wo sie alle drei gewohnt haben, sind 2 Monate da gewesen und sind physisch und vor allen Dingen auch mental geschult worden und haben Programme gemacht, Programme gelernt, die sie auch jetzt am Nürburgring weiterführen und einen ständigen Kontakt zur Formula Medicine haben. Und die werden auch ständig überwacht und die werden am Ende der Saison wieder hingehen. Da werden sie wieder gemessen, ob sie ihre Leistung verbessert, wie weit sie ihre Leistung verbessert haben. Außerdem haben sie am Nürburgring einen täglichen Stundenplan. Die gehen auch zum Entwicklungscenter machen. Sie haben einen festen Stundenplan, die leben also nicht in den Tag hinein. Ja, und dann fahren sie natürlich auch Versuche mit, jetzt im Moment mit dem neuen M4 GT3, da werden sie in die Versuchsfahrt mit eingebunden. Also die kriegen auch 4 Kilometer außerhalb der Rennstrecken. Mega interessant. Wenn jetzt so Privatteams sagen, ach, das klingt eigentlich ganz gut, das machen wir jetzt auch, was muss man da ungefähr investieren? So ein Aufbauprogramm, weil das... Ja, das ist natürlich, ich glaube noch nicht mal, dass das Budget so hoch ist. Sie müssen eines bedenken, diese Fahrer werden mit Sicherheit absolut High-Class-Profis. Mhm. Wenn sie die von außen nachher kaufen müssen, wird's teurer, ne? Dann sind die teurer. Ja. Insofern rechnet sich eine solche Investition. Haben Sie mal geguckt, ob die Fahrer miteinander gut können? Oder? Ja, das ist eben der große Punkt. Das ist ja das Schwierigste wahrscheinlich. Ne? Es gibt eine Databases weltweit, wo man Rennfahrerkarrieren verfolgen kann, vom Go-Kart bis hin in die, durch die einzelnen Nachwuchsklassen bis hin zum Profisport. Und da haben wir uns kundig gemacht und haben Fahrer ausgesucht, 18-Jährige, denn jünger als 18 darf man auf dem Nürburgring nicht fahren,
und haben als Kriterium angesetzt, dass sie in jeder Klasse vom Kart über die einzelnen Nachwuchsserien immer im oberen Drittel waren. Dass sie also ständig aufwärts sich entwickelt haben. Die durften keine Kurve haben. Und da haben wir eben diese drei, den Neil Verhagen, den Dan Harper und den Max Hesse ausgesucht. Einen Amerikaner, einen Engländer und einen Deutschen, die auch unterschiedliche Charaktere sind, die aber dennoch zusammenpassen und die sehr harmonisch miteinander leben. Die sind ja den ganzen Tag zusammen, gehen aus, arbeiten auch zusammen und gehen auch die Runden entsprechend durch. Wenn einer in einem Sektor nicht schnell ist, dann helfen die beiden anderen eben, schneller zu sein, weil er nicht Konkurrent ist, sondern im selben Auto sitzt und nach vorne kommen will. Wahnsinn. Also wie lange Zeit ist das Programm so ausgerichtet? Das ist auf 2 Jahre angesetzt. 2 Jahre. Das erste Jahr ist jetzt leider durch Corona nicht ganz zur Geltung gekommen. Es fehlen ein paar Rennen. Aber im nächsten Jahr ist eigentlich so, dass zunächst einmal das 24-Stunden-Rennen im nächsten Jahr die Meisterprüfung werden wird. Dann sitzt sie in GT3 und dann, die sind ja eingestiegen auf einem kleinen Auto, haben sich langsam hochgearbeitet und müssen dann eigentlich im Gesamtklassement eine gute Position einnehmen können. Das ist eine Entwicklung, die ja fast dramatisch schnell geht. Aber nochmal, dadurch, dass sie zu dritt sind, lernen die intensiver und schneller. Aber ganz so war es damals noch nicht, oder? Mit der Juniorenförderung. Wie sie es, also so professionell, wie sie es jetzt machen. Früher war mehr. Das war die erste Stufe. Das ist jetzt wesentlich weitergegangen schon, natürlich. Also früher hatten die wahrscheinlich viel mehr Freiraum und haben, glaube ich, auch mehr Chancen, Kleinholz zu fabrizieren, was sie gerne gemacht haben, oder? Anführungszeichen. Also, das ist auch hier so. Ich meine, die haben gleich beim ersten Rennen einen Unfall gehabt. Die sollen nicht unter Druck fahren. Die müssen auch noch nicht gewinnen. Die müssen lernen. Hm. Und die müssen auch Fehler machen. Das ist Teil des Programms. Gehört dazu, ja. Wir müssen über den M1 reden. Das ist ein so besonderes Auto und auch ein so besonderes Programm. Sie haben irgendwann einfach überlegt, dass Sie einen GT bauen wollen von BMW. Ja, so einfach überlegt. Das war schon eine ganz normale Entwicklung. Wir haben ja den 3.0 CSL gebaut, homologiert. Und das ist natürlich sehr aufwendig. Dann nehmen Sie einen Tourenwagen, der homologiert ist, und bauen den nach den Regularien um zu einem Rennauto. Das ist ein Riesenaufwand. Bis Sie dieses Rennauto bauen. Ein 3.0 CSL hat zum Beispiel als Serienauto, ich weiß nicht, was er damals gekostet hat, sagen wir mal 60.000 D-Mark gekostet, ich bin da jetzt nicht ganz sicher um den Dreh rum. Als Rennauto hat er fast 600.000. So viel Arbeit steckt drin, um diese Autos umzubauen. Und wir haben uns damals gesagt, es ist sinnvoll, dass wir ein Rennauto bauen und das dann umbauen als Straßenauto. Mhm. Das war der M1. Und wenn Sie den M1 sehen, der hat als Straßenauto 100.000 D-Mark gekostet und als Rennauto, so wie es in der Proker eingesetzt wurde, 150.000. Ja, das ist Wahnsinn, der große Unterschied. Das war die Grundüberlegung, einen M1 zu bauen. Also ein Rennauto mit Straßenzulassung, um die Diskrepanz zwischen Straßenauto und Rennauto kleiner zu machen. Okay. Und dann haben Sie Lamborghini erst als Partner gewonnen. Ja, das war ja damals so, die Produktionsmöglichkeiten waren ja lange nicht so wie heute. Heute können Sie jedes Auto am selben Band bauen. Mhm. Wir mussten damals den 3.0 CSL bei Karmann bauen und ein Auto in einer kleinen Stückzahl von 400 oder 800 Stück pro Jahr im Werk zu bauen, war unmöglich. Und da haben wir Lamborghini gefunden. Lamborghini hatte damals eine Produktionskapazität von ca. 800 Autos im Jahr, waren aber nicht ausgelastet. Sie bauten nur 300 Autos, hatten also freie Kapazität. Das war für uns ideal. Das war eine Firma, die war komplett eingerichtet. Die war spezialisiert auch auf solche Autos. Und da haben wir dann die Entwicklung unter Führung der Motorsport GmbH, nicht der AG. Die Motorsport GmbH war Entwicklung, Produktion und Vertrieb, war alles in der Verantwortung der Motorsport GmbH. Wir haben also mit Lamborghini zusammen unter der Leitung von Martin Braungart und Paul Roche Motorgetriebe dieses Auto entwickelt, haben, ich weiß nicht wie viel, ich glaube 7 oder 8 oder auch 10 Prototypen gebaut. Das Auto ist sehr gut angekommen,
auch die ganze Straßenentwicklung, Straßendauertests haben wir durchgefahren und dann wollten wir mit der Produktion beginnen und da war Lamborghini in Zahlungsschwierigkeiten. Wir konnten nicht sicherstellen, dass das Geld, was wir für unsere Autos überwiesen haben, dass das auch in unserer Produktion geht. Also, okay. Und dann stand das Projekt auf der Kippe. Wir wussten nicht, wie weiter. Und dann haben wir eine neue Produktionslinie aufgebaut. Wir haben Ital Engineering, also teilweise Leute, die bei Lamborghini weggingen, eine eigene Firma gebaut haben, gehabt. Wir haben Giugiaro, Ital Design, die die Karosse komplett gemacht haben. Und wir haben dann das Auto komplettiert bei Bauer in Stuttgart und haben dann die Endabnahme in München gemacht. Eine sehr, sehr komplizierte, komplexe Lösung. Aber immerhin haben wir es geschafft, das Auto am Leben zu halten. Mit dem Problem allerdings, dass wir nicht 400 Autos im Jahr bauen konnten, wie vorgesehen, sondern nur 200 Autos im Jahr bauen konnten und damit keine Homologation für den Motorsport hatten. Das heißt, wir hätten im ersten Jahr Autos verkaufen müssen, ohne Motorsport zu machen. Und da ist uns dann die Idee mit der Procar eingefallen. Und da haben wir damals, wir hatten ja einen sehr engen Kontakt zu Max Mosley, schon über die Formel 2, auch zum Bernie Ecclestone. Und da haben wir wirklich, das war, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, da wir waren in München im Why Not, das war damals so eine Innenbar mit dem Max Mosley und haben uns abends so nach dem zweiten oder dritten Whisky ausgemalt, ach, wir müssen doch die Formel 1-Fahrer mit einbinden, wir müssen doch Rennen mit den Formel 1-Fahrern machen. Also Sie hatten erst überlegt, nur ein Rahmenrennen zu machen, ohne Formel 1-Fahrer. Wir wussten, wir müssen eine Markenserie machen. Genau. Weil sie nur nichts wie die aussieht, wir wollten natürlich mehr machen als normal. Mhm. Deshalb sind wir auf die Idee gekommen, die Formel 1-Fahrer mit einzubinden. Und dann haben wir am nächsten Tag mit Bernie Ecclestone gesprochen und der fand die Idee toll. Mhm. Und zwar deshalb, weil samstags war die Formel 1 zuschauermäßig noch unterbesetzt. Und mit der Procar, das hat sich dann später auch als richtig erwiesen, hat man doppelt so viel Zuschauer samstags gehabt. Und somit hat sich das auch von Ecclestone berechnet. Und dann ist er immer offen für Geschäfte. Ne? Das war gar nicht so einfach. Das war auch dramatisch. Wir waren einmal im Zeitdruck. Wir mussten das Rennauto entwickeln und auch bauen. Und wir haben das Projekt bekannt gegeben, dass wir die 5 schnellsten des Freitagstrainings Formel 1 Fahrer in die Werksautos einsetzen und die gegen etwa 20 oder 25 Privatfahrer einsetzen wollen. Das haben die meisten nicht geglaubt, dass das überhaupt möglich ist, die Formel 1 Fahrer reinzubringen. Das heißt, wir mussten in kurzer Zeit die Autos bauen, aber auch die 20 Autos verkaufen an Kunden. Mit der Maßgabe, dass sie auch die Procar fahren. Und das ist uns gelungen innerhalb von einem halben Jahr. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, das erste Rennen war in Zolder. Die letzten Autos sind, ich glaube, einen Tag vorher erst fertig geworden. Und da war die große Spannung, fahren die Formel 1-Fahrer oder nicht? Der Mario Andretti zum Beispiel, der hat gesagt, ich fahre nicht. Und dann ist der Max Mosley, Bernie Ecclestone sagte, also der muss den Fahrern bares Geld geben. Da fallen die drauf rein. Schecks geht nicht, bares Geld. Dann ist der Max Mosley in Zolder mit einem Koffer da gestanden. Dann hat der Mario Andretti einen Schein nach dem anderen rausgeholt. Und dann sagt er, ich fahre. Und das sind alle anderen auch. Von dem Tag an war das die Sensation überhaupt. Und es ist nachher sogar so weit gekommen, dass die Formel-1-Fahrer das Freitagstraining als wichtig betrachteten, weil sie unter die ersten 5 kommen wollten, weil sie Procar fahren wollten. Also das ist eingeschlagen wie die Bombe. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ne? Einfach wegen der Werksengagements, dass die nicht in fremden Autos sitzen dürfen. Ja, ja, das geht halt nicht mehr. Ja, das war zur damaligen Zeit noch. Aber das hat auch keiner geglaubt, dass das passiert. Wir wussten auch, dass das ein tolles Auto ist. Ja. Und das war mit der Grund, weshalb die Formel-1-Fahrer das gefahren sind. Wenn sie irgendeine Gurke gehabt hätten, dann wären sie nicht eingeschrieben. Aber einige haben ja sogar die Autos selber gekauft, wie Niki Lauda zum Beispiel. Ja. Ne? Der ist ja, ja die fix Lauda, gefahren. Der hat gesagt, er fuhr damals für Brabham, ich kann nicht jeden Freitag gewinnen. Er ist dann beim Ron Dennis in ein eigenes Auto eingestiegen. Und der hat ja auch in M1 als Preis gewonnen.
Wie viel musste man den Formel-1-Fahrern denn anscheinend vorzählen, dass sie da reingestiegen sind? Das war nur der Marian Bretti. Ich weiß es nicht genau. Das war nicht so viel. Das waren vielleicht 1.500 Euro oder sowas. Das war keine Riesensumme. Also, aber die sind nicht bezahlt worden als Fahrer, sondern das war für die mehr Ehre, ne? Oder dass die haben das Auto hingestellt bekommen, um das Rennen zu fahren. Die sind nicht bezahlt worden. Die sind nicht bezahlt worden, ja. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Die sind nicht bezahlt worden, die haben Spaß dran gehabt. Mhm. Aber gut, der Sieger hat natürlich ein M1 bekommen am Schluss. Aber das ist eine lange Zeit, bis man da ist. Aber die sind nicht bezahlt worden. Aber das war natürlich, das war auch das Auto. Das Auto hat so ein fantastisches Auto. Da sind die auch gerne gefahren. Mhm. Ja, absolut beeindruckend. Und auf der Basis, wie ist es zu den Art Cars gekommen? Das war jetzt nicht gleich der M1. Vielleicht das bekannteste Art Car, sondern das war noch der CSL. Ja, das war das Golder oder das CSL. Wir hatten ja damals die Energiekrise. Das war 73. 75, hm? 73, oder? Ja, 73 haben wir noch die Tourmag Europameisterschaft gewonnen. 74 sind wir auch noch gefahren, aber 75 war so richtig. Ging nichts mehr. Mhm. Und dann sind wir in die USA gegangen mit dem 3.0 CSL, sind die IMSA gefahren. Und haben auch den Großteil unseres Teams nach Amerika rübergebracht und sind die komplette IMSA-Serie gefahren und hatten hier eigentlich nur noch die Kundenunterstützung. Wir haben die Kundenteams unterstützt, haben aber keine Werkseinsätze hier gefahren, weil wir auch keine Kapazität hatten. Und dann kriegte ich einen Anruf im Januar vom Jean Todt, der sagte, da gibt es in Paris einen Hervé Poulin. Der hat mit Renault verhandelt, hat einen Künstler, der wollte noch Renault Alpine als Kunstwerk gestalten lassen und selber fahren und ist da nicht durchgekommen, ob wir dann da Interesse hätten. Und als ich dann erfahren habe, dass der Künstler der Calder war, der hatte vorher eine Braniff Airlines Boeing gestaltet, ein wunderschönes Flugzeug, da habe ich mir gedacht, das kann was sein, denn Le Mans war für uns, wir haben Le Mans die Tourenwagen-Kategorie des Öfteren gewonnen, waren aber im Gesamtklassement unter den ersten 10, war sehr schwierig, meistens unter den ersten 20. Und das hatten wir für dieses Jahr nicht mehr vor, weil das einfach nicht mehr erstrebenswert war und auch weil die Energiekrise war. Dann haben wir aber gedacht, mit einem solchen Kunstwerk haben wir natürlich eine völlig neue Zielsetzung. Da ist nicht das Rennergebnis wichtig, sondern das Kunst-Happening, den Künstler an der Rennstrecke zu haben und die Kunst mit der Technik zu verbinden. Das haben wir gedacht, das ist ein, aber wenn man so will, ist das, wenn wir keinen Werkseinsatz haben, haben wir gedacht, nehmen wir doch das mal. Machen wir Kunst. Ja, wir haben schon erkannt, dass das eine tolle Sache werden kann, aber die ist es dann geworden nach dem Rennen. Das war fantastisch. Wir haben das Auto im Louvre der Presse vorgestellt. Wo kriegt man da schon mal ein Auto her? Das war ein Riesenerfolg und dann haben wir dann weitergemacht mit dem Frank Stella, mit dem Roy Lichtenstein und dann zum Schluss mit dem Andy Warhol. Ja, das war eine schöne Sache. Beeindruckend und auch, was das jetzt eigentlich auch im Nachhinein für Wellen schlägt. Ne? Also, dass man einmal sagt, das ist wahrscheinlich das teuerste Auto der Welt, was jemals gebaut wurde, ist der Warhol. Vor 10 Jahren etwa haben wir nochmal ein Revival in Hockenheim vor dem Grand Prix gemacht. Da bin ich den Warhol M1 mit dem Frank Stella als Passagier zusammen. Ich glaube, wir waren 12 M1 da. Und Sie sind den Warhol M1 gefahren? Ich bin den Warhol M1 mit dem Frank Stella als Passagier gefahren. Und jeder sagte natürlich, um Gottes Willen, sei vorsichtig. Aber in dem Moment, wo die Startfolge fiel, sind wir voll gefahren. Das war toll. Und ich finde das toll, dass BMW sowas macht. Dass man, Wahnsinn, ne? Die Autos müssen bewegt werden. Fantastisch. Was mag das Auto wert sein? Man weiß es nicht. Ne? Es gibt. Ja, also vor ein paar Jahren wurde das mal mit 25 bis 30 Millionen. 30 Millionen, ich denke mal, das ist eher höher, oder? Ja, das war zu der Zeit, als ich das Auto auf den Hocker angefahren bin. Inzwischen ist da wahrscheinlich mehr wert noch. Hat sie eigentlich, wo Sie jetzt sagen, da sind Sie mal wieder gefahren, hat sie das eigentlich mal gejuckt zwischendurch, dass sie sagen, eigentlich würde ich auch gerne mal wieder fahren? Oh ja, natürlich. Aber ich meine, in dem Moment, wo ich aufgehört habe, Rennen zu fahren, war die ganz klare Priorität, nicht mehr selber ins Rennauto einzusteigen. Mhm. Und erst jetzt in den letzten 10 Jahren habe ich schon ab und zu mal ein Oldtimer-Rennen mitgefahren. Auch mal ein Cobra Daytona Coupé im Nürburgring zusammen mit dem Sterling Moss. Oder in Goodwood habe ich ein paar Mal ein Daytona Coupé gefahren.
Da bin ich aber am Nürburgring mal in einen, da hat mich ein Schweizer angerufen, der hatte den Shelby Mustang, den ich damals bei der Jochen Nirpasch Racing GmbH hatte. Ich war der Erste, der im Kraftfahrzeugbrief eingeschrieben war, ob ich denn Interesse hätte, am Oldtimer Grand Prix mit dem Auto zu fahren. Das habe ich dann auch gemacht, bin hingefahren, das war ein tolles Auto. Und dann ist nach einer schnellen Runde auf der Nordschleife beim Rangieren in der Box der Lenkhebel gebrochen. Und da habe ich mir gesagt, also Oldtimerinnen, die fahren die Autos, bis sie kaputt sind und dann reparieren sie. Und das ist, ich meine, die Autos sind ja, zur damaligen Zeit waren die nicht sicher, die sind auch heute noch nicht sicher. Und dann habe ich aufgehört. Ich meine, Sie können natürlich Autos fahren, die noch bei der BMW Motorsportabteilung vorbereitet werden. Da hat man vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen. Ja, aber ich fahre lieber die heutigen Autos, die modernen Autos. Was fahren Sie da? Ja. Die M4? Ja, für mich ist das Nonplusultra-Auto der M5. Mhm. Das ist so ein Fantastisch. Da können Sie auf der Nordschleife den ganzen Morgen mitfahren, ohne dass irgendwas kaputt geht. Dann fahren Sie nach Hause gemütlich. Und die Bremsen halten das hohe Gewicht? Komplett. Ja. Die machen Sie nicht kaputt. Und die Autos können heute so viel, die können kaum noch was falsch machen. Aber es sind tolle Autos, die inzwischen gebaut werden. Die fahre ich lieber als die alten. Ich hoffe, Sie fahren auch einen aktuellen M5 und kriegen noch immer einen hingestellt. Im Moment habe ich einen 840i Cabriolet, aber das nächste ist ein M5. Ja, den kriege ich im Dezember. Gleich mit Allrad, das klingt ja, ganz gut. Ja. Jean Todt, haben Sie eben schon erzählt, der hat bei Ihnen angerufen und gesagt, es gibt da einen Künstler oder es gibt da einen Auktionator. Der hat nochmal angerufen und dann gesagt, es gibt da jemanden, der möchte Formel 1 fahren, nämlich die Firma Talbot. Ja, das war wahrscheinlich Französisch. Der nächste Schritt. Das war Ende 79. Wir hatten ja einen Formel 1 Motor bei BMW, aber den durften wir nicht haben. Den haben wir im Tourenwagen entwickelt. Das war ein Auto, den haben wir in den USA und mit Peterson und David Hobbs gefahren in der Gruppe 5. Mhm. Der Formel 2 Motor aufgeladen. Das war eigentlich ein Motor, den wir im Geiste für die Formel 1 gesehen haben. Den haben wir im Tourenwagen erprobt. Und es war damals ein knallharter Vorstandsbeschluss, nicht in die Formel 1. Wir hatten damals eine Möglichkeit, mit Ron Dennis und Niki Lauda zusammen einen McLaren zu beliefern mit diesem Motor, mit dem Tourenwagen, aber damals schon in Formel 1 Richtung entwickelten Motor. Das wurde verboten. Und dann war es auch so, dass die Motorsportstrategie bei BMW reduziert werden sollte. Wir hatten 8 Jahre erfolgreich Motorsport gemacht und dann wurden die Budgets gekürzt. Und dann wir kriegten in Paris bei der Siegerehrung, kriegten wir Pokale für die Europameisterschaften. Als ich dann von der Bühne runterkam, stand das Jean Todt da und hat mich mit dem Perrin Pelletier, das war damals der Chef von Talbot, in Verbindung gebracht. Und Talbot wollte damals als dritte Marke beim PSA-Konzern, das war Peugeot und Citroën, als dritte Marke wollte man Talbot aufbauen. Mhm. Und Talbot hat natürlich ein Motorsport-Image und wollte deshalb ein Formel-1-Team einsetzen. Also wieder von null auf aufbauen. Und das hat mich natürlich fasziniert. Und als ich dann dahin kam, nach Paris, war vorgesehen, den 12-Zylinder Matra-Motor zu nehmen. Und das war ein alter Motor, der war nicht mehr konkurrenzfähig. Und dann habe ich das Talbot-Management überzeugt, da gäbe es in München einen Motor, der Formel 1 tauglich wäre und BMW wollte den selber nicht einsetzen. Man sollte doch einen Vertrag machen und diesen Motor, die Konstruktion kaufen, von BMW servicen zu lassen und als Talbot-Motor in die Formel 1 einsteigen. Und das, wir haben dann einen Vorvertrag mit BMW gemacht, mit Herrn Schönbeck und Herrn von Kuhnheim unterschrieben. Talbot war einig, das zu machen. Und wir hatten damals die Möglichkeit, ein Formel-1-Team Brabham zu übernehmen, zu kaufen, als Talbot mit dem BMW-Motor, aber unter Talbot einzusetzen. Wir hatten damals den Alain Prost als Fahrer vorgesehen. Das war schon ein. Okay, also war schon richtig ein. War schon ein konkurrenzfähiges Team. Richtige Sache. Und ich bin dann nach Paris gezogen und war noch niemand da, aber dieses Projekt haben wir besprochen.
Und dann kam der Widerstand bei BMW im Hause, hat man revoltiert. Die Ebene Motorsport und der ganze Händlerkreis hat sich davor gewehrt, dass BMW doch das Know-how nicht an eine andere Marke verkaufen darf. Und dann ist der Letter of Intent aufgehoben worden. Und dann standen wir da ohne einen Motor zunächst noch in Paris. Und dann kam noch parallel dazu, dass Talbot die ursprüngliche Planung als eigene Marke aufzubauen gewackelt hat. Und dann wurde das Formel-1-Projekt über Ligier dann so langsam abgewickelt, was für mich dann nicht mehr interessant war. Und gab es dann die Überlegung, zu BMW zurückzugehen? Wäre das möglich gewesen? Oder haben Sie dann gesagt, okay, dann suche ich was Neues? Na, ich bin dann, da ich in Paris war, zur FIA gegangen. Genau, ja. Da gab es damals einen Balestre als Präsidenten. Und das war gerade die Zeit, als es den FISA-Formel-1-Krieg gab. Ecclestone wollte die Rechte an der Serie haben und wollte sich verselbstständigen, eine eigene Formel-1-Serie aufbauen. Und ich hatte damals den Auftrag von Balestre, die Sportwagen-Weltmeisterschaft neu zu formieren, aufzubauen, um in dem Fall, dass er die Formel 1 verliert, die Sportwagen-WM als die FIA-Weltmeisterschaft aufzubauen. Das habe ich 2 Jahre lang gemacht, habe auch ein Konzept gemacht, was meiner Ansicht nach auch ganz gut war. Aber letztendlich haben sich die FIA und die Formel 1 dann mit dem Concorde Agreement geeinigt und dann wurde das Projekt Sportwagen-Weltmeisterschaft nicht weiter verfolgt. Und ich bin dann zu IMG gegangen, zu Mark McCormack und bin dann für den Motorsport in Europa dort eingesetzt worden. Und da haben Sie Sponsoring gemacht. Also Sie haben tatsächlich den Motorsport von allen Seiten kennengelernt, ja, ne? Fahrer, Teamchef. Ja, aber nicht nur Sponsoring. Wir haben damals Ayrton Senna und Alain Prost als Fahrer gehabt. Wir haben Fahrermanagement gemacht. Mhm. Wir haben das Financial Management für die Sportler gemacht. Wir haben Verträge mit Le Mans und Nürburgring gemacht. Zur Unterstützung, auch werbemäßig. Also es war schon die ganze Palette. Ja. Und über diese Schiene bin ich dann letztendlich auch zu Mercedes gekommen. Es war so, dass Peter Sauber hatte war in der Sportwagen WM mit seinem C9 oder C7 unterwegs. Er hatte auch so ein Underground-Projekt von Mercedes, einen Mercedes-Turbomotor. War recht erfolgreich, aber nicht stark finanziell, nicht stark genug. Und wir haben damals einen Sponsor für dieses Team besorgt. Das war Yves Saint Laurent, Kuros. Und ich habe damals verhandelt mit Mercedes, denn Kuros wollte den Namen Mercedes in das Projekt mit einbeziehen. Und das Auto hieß dann letztendlich Kuros Mercedes. Diese Verhandlungen habe ich damals geführt. Damit hatte ich auch Kontakt zu Mercedes und auch zu Sauber. Und dann hat 1987 der Mercedes-Vorstand eine Grundsatzentscheidung gefällt, wieder aktiv in den Motorsport einzusteigen. Man hat aber nicht gesagt, welche Disziplin, was man machen will, sondern nur, dass man wieder Motorsport machen wollte. Und ich bin dann aufgrund dieser Kontakte in eine Strategiekommission mit einbezogen worden, eingewählt worden. Und wir haben dann eine Mittelfristplanung für den Motorsport entwickelt. Einmal für den Spitzensport, das sollte zunächst einmal über die Gruppe C bis in die Formel 1 gehen. Und für den Breitensport, der Tourenwagensport mit AMG auf der anderen Seite. Also einmal Produktimage und einmal das Firmenimage. Dieses Konzept wurde dann verabschiedet und ich wurde dann als Rennleiter bei Mercedes eingestellt. Das war 1988 und dann haben wir zunächst einmal die Sauber-Organisation aufgebaut. Sauber hatte damals eine relativ kleine Firma. Ich glaube, er hatte 5 oder 6 Festangestellte und den Rest hat er zu den Rennen von außen geholt. Okay. Wir haben die Firma dann sehr schnell entwickelt. Zum Schluss hatten wir dann 150 Leute, sind 2-mal Weltmeister geworden, Sportwagen-Weltmeister, haben Le Mans Doppelsieg eingefahren und standen dann kurz vor der Einführung des Formel-1-Projekts. Wir hatten damals den Dr. Harvey Postlethwaite als den Chefingenieur. Der hatte parallel zur Gruppe C
ein Formel-1-Auto dargestellt, auch mit mehreren Aerodynamikern aus England. Also es war ein State-of-the-Art-Formel-1-Auto, was fertig war. Wir hatten einen 10-Zylinder-Motor von Ilmor in Kooperation. Und wir hätten eigentlich für 1992 das Projekt bekannt geben wollen und als Mercedes Silberpfeil in die Formel 1 ansteigen wollen. Wir haben auch da Juniorförderung gemacht, haben das Junior-Team gehabt, ja, mit Frenzen, Wendlinger und Schumacher. Mhm. Wir wollten auch unsere eigenen Fahrer haben und einsetzen. Das hat funktioniert und wir standen 1991, ich glaube es war im Herbst, haben wir eine Shakehand mit Professor Niefer gemacht. Wir noch in diesem Herbst wird bekannt gegeben, dass Mercedes mit Schumacher, mit Wendlinger, mit dem Silberpfeil in die Formel 1 ansteigt. Und dann kam ein No-Go von Vorstandsvorsitzenden des Konzerns Reuter. Damals gehörte AEG zum Konzern und bei AEG musste man, ich glaube, 20.000 Leute entlassen. Man konnte nicht zur selben Zeit einen Formel 1-Einstieg bekannt geben. Da wurde das Projekt komplett gestrichen. Einfach kurz Formel danach. 1 Sportwagen komplett gestrichen. Also im Herbst noch bekannt gegeben und im November wurde es gekappt. Ja, im Herbst wurde beschlossen, es bekannt zu geben. Es wurde also, als Projekt noch nicht bekannt gegeben, es wurde vorher gekappt. Mhm. Und das war für mich ein solcher Schlag. Was muss man sich das vorstellen? Wir hatten ein Auto, State of the Art, wir hatten Fahrer. Mhm. Ich bin überzeugt davon, wenn dieses Projekt umgesetzt worden wäre, dann wäre Michael Schumacher, hätte seine Weltmeisterschaften auf dem Silberpfeil. Natürlich. Also davon kann man wirklich ausgehen. Ne? Ich meine, das, er hat vorher seine... Ja, das kann man fast beweisen. Ja? Das Auto war gut und der Motor war gut. Das machen sie heute auch. Das hat mich so geschockt. Dann sind wir nach Frankreich gezogen, haben Oliven gezüchtet. Und tatsächlich nichts mehr mit Motorsport zu tun haben. Wahnsinn. War das eigentlich dieses, um nochmal ganz kurz zurückzugehen, als Sie bei der FIA waren oder bei der FISA, diese Sportwagen-WM, die Sie da sich World Endurance Championship ausgedacht haben? Das Verbrauchsreglement, das haben wir damals kreiert. Und wir haben auch ein System gemacht, das war ein ganz gutes Konzept, was wir da auch über die vermarkten wollten, die Meisterschaft. Das ist dann versunken, weil die Formel 1 dann mit dem Concord Agreement. Ja, dieses Concord Agreement, was immer wieder rausgezogen wird und wo sich immer alle drüber aufregen eigentlich. Ne? Ja, immerhin, Concord Agreement hat der Bernie Ecclestone seine Rechte gehabt und damit ist eigentlich die Formel 1 weitergelaufen. Mhm. Wie haben Sie eigentlich den Bernie Ecclestone erlebt, so als Verhandlungspartner? Das haben Sie ja auch häufiger mal erlebt. Das muss ja ein ganz, ganz gerissener Vogel sein. Ne? Ja, der. Aber auf den konnte man sich immer verlassen. Wenn der was gesagt hat, das hat er umgesetzt. Also das muss man sagen. Okay. Der war ganz gerissen. Ich habe den erlebt. Ich war ja bei den FISA-Sitzungen dabei, wenn da 20 Leute am Tisch saßen und Reglements besprochen wurden. Dann saß der Ballester da mit allen Unterlagen und hat die Versammlung geführt. Und der Bernie saß dann irgendwo an der Seite, hat oft überhaupt nichts gesagt. Und plötzlich, kurz vor einer Abstimmung, hat er einen Einwand gebracht, der überhaupt nicht im Zusammenhang mit der ganzen Diskussion hing. Da war alles durcheinander, da wurde nicht abgestimmt. Also der war unglaublich, der Mann. Bei Mercedes die Jugendförderung. Wie haben Sie da Ihre Junioren entdeckt? Auch aus der Formel 3. Formel 3 ist für Sie immer so eine Talentspiele. Formel 3, die, ja, für mich war immer wichtig, Talente zu finden, die kontinuierlich nach oben gehen. Mhm. Die keinen Knick haben und die zuverlässig sind und die auch, von denen man erwarten kann, dass sie ja nicht aufhören, dass sie, das waren auch drei völlig verschiedene Werte, denn der Frenzen war eigentlich anfangs der schnellste. Der Schumacher hat sich sehr viel mehr mit der Materie beschäftigt. Und der Karl Wendlinger, der braucht immer ein bisschen länger, aber zum Schluss waren eigentlich alle drei auf dem gleichen Niveau im Gruppe C Auto. Aber schon sehr schnell im zweiten Jahr ist der Schumacher. Ja, wie kommt das? Wieso ist der so abgeflogen? Hat er sich mehr vorbereitet, intensiver damit beschäftigt, mit der Materie? Der hat sich intensiv mit der Materie beschäftigt. Und der hatte eben nicht nur Talent, sondern hat es auch umgesetzt. Der hat sich mit der Materie beschäftigt und der war schon außergewöhnlich. Der hat auch nicht locker gelassen.
Das war furchtbar, ne? Wenn man nicht weiß, wie es ihm jetzt geht. Ja, schrecklich. Also, man mag da gar nicht drüber nachdenken, aber dieses Ende von dem Mercedes-Team, wo Sie sagen, da wäre es eigentlich ganz sicher in Richtung Weltmeisterschaft gegangen. Ne? Ja, das kann man heute sagen. Ganz sicher, ja. Das Auto war gut, ja. Motor war gut, war alles. Harvey Postlethwaite war zu der Zeit einer der führenden Leute überhaupt. Er hatte gerade Tirol zur Weltmeisterschaft gebracht. Wir hatten den Mark Gascoigne als Aerodynamiker. Wir hatten noch ein Team, noch 5 oder 6 Engländer dazu. Also das Auto war perfekt. Mhm. Und das Motor war gut. Das Budget stimmte. Da kann man von ausgehen. Haben Sie danach mit dem Edzard Reuter da nochmal drüber gesprochen eigentlich? Jetzt mit dem habe ich eigentlich nie Kontakt gehabt. Okay. Mein Ansprechpartner war immer Professor Niefer und Hobart. Mhm. Haben Sie mit dem nochmal darüber gesprochen im Nachhinein irgendwann? Nein. Gab es nach Mercedes, gab es da sicherlich haufenweise Angebote, oder? Ich bin nach Südfrankreich, ich wollte nichts mehr wissen. Das hat mich so deprimiert. Da muss man sich vorstellen, man hat das ganz klar vor Augen, ist alles greifbar. Und dann, wissen Sie, die Entscheidung war total falsch. Man hätte sagen sollen, okay, wir verschieben das Ganze um ein Jahr. Aber was hat man gemacht? Nach einem Jahr hat man dem Sauber wieder geholfen, aber da war Sauber nicht mehr Silberpfeil, sondern die guten Leute waren weg. Hm. Der Postlethwaite, ja, und auch das Budget war nicht mehr da. Und dann hat man lange Zeit Sauber unterstützt. Und als der Erfolg ausblieb, ist man zu McLaren gegangen. Mhm. Und wir haben damals in der Mittelfristplanung ganz klar zum Ausdruck gebracht, Mercedes darf nicht als Motorenlieferant in die Formel 1, sondern Mercedes muss den Anspruch haben, ein eigenes Auto zu bauen. Und das macht man jetzt. So wie Sie es jetzt machen. Auch genau. Richtig. Ja, ne? Ja. Aber die McLaren-Zeit war für mich total überflüssig. Da ist McLaren Weltmeister geworden. Man hat die englische Nationalhymne gespielt. Mhm. Und McLaren ist Weltmeister geworden mit Honda, mit Ford, mit TAC, mit Porsche und eben auch mit Mercedes. Ja. Und das der Anspruch, der stimmt für mich nicht. Zu beliebig, ne? Für so einen Hersteller wie Mercedes. Nach allem, wenn Sie immer sagen, also das ist ja auch, also es gibt ja zwei rote Fäden, die Jugendförderung und diese leeren Schreibtische, mit denen Sie immer angefangen haben. Gibt es für Sie so eine Blaupause, wonach Sie sagen, so muss ein Rennteam aussehen? Also Blaupause sicher nicht. Man muss jede Situation einzeln behandeln. Mhm. In München war es so, dass ein geballtes Know-how, Motorsport-Know-how im Werk selber war. Bei Mercedes war das nicht der Fall. Die waren lange nicht mehr im Motorsport drin. Man muss jede Situation einzeln bewerten. Natürlich, wenn man einmal im Geschäft drin ist, dann hat man Verbindungen überall. Man weiß, welche Leute wo vielleicht abrufbar sind. Das ist natürlich drin. Das habe ich jetzt nicht mehr, seitdem ich 20 Jahre raus bin. Können Sie eher Oliven. Diese Verbindungen immer da. Aber diese Junior-Projekte, das macht mir heute noch sehr viel Spaß und da kann ich auch noch genug selber dazu beitragen. Das glaube ich. Was war für Sie die schönste Zeit in Ihrem Berufsleben? Auf jeden Fall die BMW-Zeit, weil da man am meisten umsetzen kann. Für mich ist es immer wichtig für einen Automobilhersteller. Ich finde es langweilig, wenn man Seriensieger wird. Wenn man 10-mal hintereinander Le Mans gewinnt, dann hat man hinterher... Ja, dann hat man hinterher eigentlich nur noch Gegner, die sagen, die sollen doch nicht immer gewinnen. Das erlebt ja Mercedes jetzt ungefähr. Ja, die sich freuen, wenn man nicht mehr gewinnt. Ja. Ich habe immer versucht, immer wieder neue Schwerpunkte zu setzen. Bei BMW waren der viele Schwerpunkte, aber der 3.0 CSL, dann war das Junior-Team, der M1, dann waren die Pro-Car, also immer wieder neue Schwerpunkte gesetzt. Das war für mich wichtig, deshalb habe ich auch Firmen gewechselt, um immer wieder neue Synergien zu erzeugen. Beeindruckend. Wirklich ganz beeindruckendes Leben. Welche Rennserie interessiert Sie heutzutage? Oder sind es so Sprintrennen oder die Langstreckenrennen? Oder was, wo sagen Sie, das ist toll? Also das der Motorsport hat sich ja total verändert. Mhm. Ich glaube, der Werksport, der wird nicht mehr so sehr ausgefeilt sein. Es konzentriert sich jetzt sehr viel auf den Customer-Motorsport. Die Hersteller bauen Autos, Rennautos, die Kunden selber betreiben und geben den Service. Und ich denke mal, dass der Langstreckensport an Bedeutung gewinnen wird. Aus diesem Grunde auch, weil diese ganzen Customer bei Langstreckenrennen ein gutes Einsatzgebiet haben. Und für mich ist der Langstreckensport auch
produktnah als der Formelsport. Also für einen Hersteller finde ich den Langstreckensport eigentlich geeigneter, obwohl natürlich die Publicity nicht zu vergleichen ist mit der Formel 1. Mhm. Aber Le Mans zum Beispiel ist für mich eines der wichtigsten Rennen auf der Welt überhaupt. Und das ist eben Langstreckensport. Mhm. Herr Nerpasch, wir kommen zur letzten Frage. Ich sage mal, wenn das Rohöl irgendwann mal ausgehen sollte und jeder kriegt nochmal 50 Liter Sprit, in welchem Auto verfahren Sie es und auf welcher Strecke? 50 Liter? Ja, eine Tagaflorio-Runde kriegt man nicht hin. Ne? Also die Strecke kann ich schon jetzt sagen, das ist die Nordschleife. Okay. Mit Sicherheit. Aber 50 Liter? Ja, wahrscheinlich ein M5. Ist das nicht toll, wenn man trotz dieser ganzen Stationen und Erfolge es immer noch schafft, ein Mann des bescheidenen Auftritts zu bleiben, oder? Es gibt übrigens eine Biografie von ihm und die möchte ich euch wärmstens empfehlen. Sie heißt eigentlich nur Jochen Nerpasch. Wenn man das eingibt, dann findet man es schon. Auf dem Titelbild ist er mit Niki Lauda zu sehen. Was mich übrigens freuen würde, ist, wenn euch dieser Podcast gefällt, ein Abonnement, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Denn am kommenden Donnerstag habe ich schon wieder einen tollen Gast für euch am Start. Und ihr wisst ja, in der Vorweihnachtszeit drehen sich die Uhren immer etwas schneller. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund und schaut mal bei mir auf YouTube rein, wo ich täglich ein neues Video poste. Und ansonsten bis zur nächsten Woche. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.